kommt ihr voran? Du sagst, du kämpfst dich durch. Gibt es irgendwo, wo du hängen bleibst oder so? Na, ich habe jetzt halt mal mit dem Verkaufsrichter da auseinandergesetzt. Da. Also, ich wollte eigentlich nie sowas, ja. Aber jetzt hörst du überall Funnel, 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 Funnel. Überall nur noch Funnel. Eigentlich von Homepage hörst du fast gar nichts mehr. Du hörst eigentlich nur noch Landingpage oder Funnel. Landingpage, Funnel. Das ist eigentlich das. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal und das Ding ist nicht einmal schlecht. Ich habe da schon vier Leute drauf, wo das sich eingetragen haben. Super, Also da super. habe ich gesagt, ja. Und ich habe das jetzt halt bei allen gemacht, also nicht schlecht. Das Hast du Einzige, auch was so halt eine noch richtig E-Mail-Serie checken. dahinter? Hast du auch so eine E-Mail-Serie dahinter geschnallt, oder? Ja, da wollte ich gerade auf dir zukommen. Das Einzige, was bei mir noch hapert, ist bei NoSite dieses E-Mail-Marketing, wie das da richtig da funktioniert. Also das muss ich noch mal mich durchkämpfen. Okay, Da. das können wir ja, wenn du willst, können wir das machen, weil für irgendwas müssen wir ja jetzt die Zeit nutzen. Und ich finde, das ist ein sinnvolles Thema. Gell? Martha, gibt es bei dir auch noch Fragen, oder? Ja, und zwar. Bei den Nause, die ist ja bei der Stadt, also ist ein bisschen was geändert worden. Ja, da auch Beim optisch, ne? Marenhof. Also verschiedene Sachen sind anders, ja. Ja, aber jetzt finde ich, dass man eine Landingpage oder wie das heißt, machen kann, finde ich jetzt nicht mehr, nur die Echt? Website. Ah ja, warte mal, ich mache Ja. mal Bildschirmübertragung, das wird das Beste sein. Das passt ja ganz gut zusammen, das Thema von der Sandy und deins. Also ich habe hier, ich bin gerade dabei, meine Beziehungen aufzubauen. Warte mal, jetzt gehen wir mal hierher. Also guck mal, wenn du hierher gehst Ja. auf dieses Lautsprechersymbol da, dann gehst du hier auf Webseiten. Ja. So. Und dann macht es auf irgendwann. So. Und wenn du jetzt eine Webseite, also hier sind alle meine Webseiten, ja. Hier sind alle meine Webseiten. Und Ja. wenn ich jetzt eine neue machen will, dann muss ich hier draufklicken, neue hinzufügen. So, Ja, guck aber mal. da steht nichts von einer Landingpage oder das Doch, steht da oder guck mal, hier Typ, du musst jetzt hier ja. ausfüllen. Dann kannst du hier wählen, ich will eine Webseite, ich will einen Sales Funnel oder eine Landingpage. Und das kannst du quasi hier wählen, was du möchtest. Ja, Und dann wird die okay. gemacht quasi, ne? Ja. Genau. Muss ja mal schauen, weil ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen Sales Funnel und Landingpage ist. Ja, das ist ein Unterschied beim Sales Funnel. Warte mal, ich habe glaube einen gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich hier einen habe. Ich habe bestimmt, weil ich habe ja auch viel rumgespielt und so, ja. Sinnerside, Projekte mit Sinn. Ich guck mal einfach hier drauf. Warte mal, ich klicke mal hier drauf, dann gucken wir uns mal das an, dass du das erfassen kannst. Aber ich habe auch auf meinem YouTube-Kanal unglaublich viele Videos mal gemacht. Okay, wir bei Klaus. Ja, genau, das ist ein Sales Funnel. Guck, das ist nur eine Seite. Also, das ist ein Sales Funnel von NowSite, weil das ist ein komplexeres Thema, aber bei NowSite geht halt im Moment nur dieses. Wenn man es einfach haben will, natürlich kann man die anderen alle auch machen, aber das wäre dann mit mehr Arbeit verbunden. Aber das heißt, du hast hier beim Sales Funnel hast du hier nur eine Seite. Zum Beispiel steht hier ein Text: Wir bei Klaus glauben an die Zukunft der Blockchain-Technologie und das Potenzial von Startups, die innovative Technologien einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten und Teil unserer Community werden wollen, füllen Sie jetzt das Formular aus, erhalten Sie Zugang zu spannenden Investitionsmöglichkeiten. Wenn das jetzt jemand ansprechen würde, dann würde er hier den Namen eintragen. Das mache ich jetzt einfach mal aus Spaß. Dann habe ich mich halt selber bei mir eingetragen, was nicht schlimm ist. Klaus, nach Name, Hab ne? ich auch gemacht. Ja, genau, das muss man aber zum Probieren mal machen. Dann nehme ich jetzt irgendwann mal eine Ja, zum E-Mail-Adresse. Testen. Genau, zum Testen, genau, richtig, muss man ja mal testen. @live.de. So, und jetzt gehe ich hier drauf, Martha. Und jetzt
trägt er sich bei mir in die Liste ein. Die ist dann genauso in meiner Liste drin, die auch schon angelegt wurde, quasi, ja, im Hintergrund. Jetzt gehe ich hier auf Learn More. Jetzt muss bloß noch reagieren. Page Owner was notified. Ah ja, guck. Und jetzt kommt die zweite Seite. Dann geht eine zweite Seite auf, Das nachdem ist er dann die sich Website eingetragen von hat. dem Produkt, ne? Genau, Klaus, Investition und Blockchain-Technologie, ich habe die bloß jetzt gescheit bearbeitet. Willkommen bei Klaus Blockchain-Projekte. Investieren Sie in die Zukunft, Dienstleistungen. Das ist quasi im Nachgang ist quasi hier eine Art Landingpage dann drin. Ja, mit mehr Informationen. Das ist der Sinn der Sache. Also man trägt sich quasi ein, weil man mehr wissen will. Und dann bekommt man auf der zweiten Seite mehr Informationen, die man quasi wollte. Deswegen, wenn ich jetzt die scharf schalten würde, diese Seite, dann würde ich jetzt hier zum Beispiel, ich würde auf der ersten Seite erwähnen, schau dir mein Video an, die fünf besten Tipps, damit du im Blockchain-Bereich Gewinne machst und nicht verlierst oder sowas. Ja, dann würde hier ein Video kommen mit den fünf besten Tipps zum Beispiel, ja, damit er das bekommt, was er angefordert hat. Da würde das dann hier kommen. Jetzt hier ist ja nur so eine Allgemeininfo drauf, ja. Das ist ganz nett, so in der Richtung. Aber wenn man einen Funnel effektiv gestalten will, dann würde ich sagen, müsste man auf der ersten Seite irgendwas anbieten, was den Interessenten neugierig macht, ja, auf mehr Informationen. Und dann trägt er sich ein, dann hast du den Namen in deiner Liste. Das ist der Vorteil. Du hast den Namen in deiner Liste und du kannst diesen Menschen, der ja grundsätzlich an dem Thema interessiert ist, das ist quasi dann schon mal ein wärmerer Lead, kann man sagen, ja. Weil es gibt ja das Wort Kaltkontakte. Kennt ihr das Wort Kaltkontakte, oder? Du auch, Martha, oder? Okay. Also, wenn wir jetzt sonst Leute ansprechen oder anschreiben und die kennen uns nicht, dann ist es ein Kaltkontakt. Aber wenn die auf deiner Seite waren und sich irgendwie für das interessieren, was du tust, und die bekommen etwas Spannendes von dir, ja, wenn sie sich eintragen, dann haben sie sich aktiv selbst bei dir eingetragen und wollen von dir Informationen. Und dann sind die Kaltkontakte schon mal etwas wärmer, sozusagen, ja. Das ist die Strategie eines Funnels. Und wenn die dann ein bisschen wärmer sind und die werden dann besonders warm, wenn sie hier auf dieser Seite eine besonders hochwertige, also qualitativ gute, hochwertige Information bekommen würden, dass sie sagen würden, Mensch, die Martha oder die Sandra, die sind ja richtig geil, was die mir hier für tolle Informationen geben und das auch noch gratis sozusagen, ja. Und dann hast du bei denen sozusagen einen Stein im Brett, ja. Und wenn du dann einen Stein im Brett hast und du bleibst mit denen in Kontakt über E-Mail, die du mal rausschickst dann, ja, dann, das machen wir jetzt gleich im Anschluss, ja, dann können die zu deinem Kunden werden oder leichter zu deinem Kunden werden, weil dann sind sie schon mal angewärmt sozusagen, ja. Und je besser auf dieser Seite die Qualität ist der Information, die dieser Mensch möchte, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie dann bei dir auch mal was kaufen, sage ich jetzt mal so ganz grob, ne? Ist das verstanden worden, oder? Es gibt auch, da kann ich jetzt auch mal nebenher darauf hinweisen, weil es gibt nicht nur einen Funnel. Das ist jetzt ich sage jetzt mal, ein primitiver Sales Funnel. Ja? Was primitiv heißt nicht schlecht. Deshalb, ich sage jetzt besser mal das Wort einfacher. Ein einfacher Sales Funnel. Wenn ihr auf mein YouTube-Kanal geht, ich habe mir mal die Mühe gemacht vor einiger Zeit, vielleicht ein, zwei Jahre her. Aber das Thema ist quasi genauso aktuell wie immer, weil Funnels sind Funnels, ja. Und ich muss bloß das Ding jetzt mal daheim aufmachen. Und dann automatisch, dass man auf die MW-Seite dann kommt, wenn sie dir eingetragen hat. Ja, das könntest du machen, aber ich würde es nicht machen. Ich sag's dir gleich, warum. Weil das ist ganz plump. Und wenn du, guck mal,
Ich finde immer, man muss von sich ausgehen. Warte mal, ich muss kurz das Video ausschalten. So, jetzt pass auf, was ich euch zeigen will. Ich habe ja hier auf diesem Kanal, Klaus Anton Meyer, da habe ich eine Playlist angelegt. Und Playlist, das ist ja also ein Thema, wo dann mehrere Videos zu dem Thema immer zu finden sind. Ich habe jetzt hier Gesundheit, Nahzeit-Schulungsvideos, Marketing, Englisch, Spanisch, Leads, PLC, Ultima, das könnt ihr einmal löschen. Zenix Saphir, Anleitung in Cryptocation, Blockchain, Kryptobriefe. Guck hier, Funnels auf Deutsch einfach erklärt. Das ist eine Playlist von mir. Und wenn ich hier draufklicke, dann mache ich gleich mal auf Pause. Jetzt kommen hier, guck, ganz viele Videos zum Thema Funnels. Es gibt verschiedene Funnel-Arten. Reverse Squeeze Page Funnel, Lead Ja. Magnet, Bridge Funnel. Ask Funnel, Video Sales Letter Funnel, Produkt Launch Funnel, Membership Funnel, Daily Deal Funnel, Free Trial Funnel, Oh Gott. Invisible Funnel, Tripwire Funnel, durch den Webinar Funnel, also ein Webinar Funnel. So funktioniert ein Funnel, Grundsatzerklärung. So geht's mit deinem Geschäft so richtig nach vorne. Funnel live in Aktion vorgestellt. 100 neue Kunden und Partner, so habe ich das geschafft. Also, da sind Videos zum Thema Funnel von mir eben drin. Und da werden verschiedene Funnels, also nicht alle, aber die wichtigsten werden hier mal erklärt, wann man welchen Funnel am besten einsetzt, damit es zu seinem Vorteil ist quasi, ne? Also, das habe ich hier mal gemacht. Also, bloß mal so zur Information. Und jetzt zu deiner Frage, Martha, soll ich dann im Anschluss meine Amway-Sache dahinter knallen. Das würde ich nicht machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Martha, aber mir geht es so. Oder es gibt ein gutes Beispiel, das habe ich mal gehört. Das kann man an dieser Stelle jetzt mal wieder anbringen. Habe ich vielleicht schon mal angebracht. Aber geh mal auch davon aus, du gehst in eine Bar, ja, und nimmst einen Drink, ja. Und dann kommt ein Mann zu dir her, der sieht vielleicht sogar noch ganz gut aus, irgendwie, ist ja ganz sympathisch. Und dann sagt er zu dir: Hallo, wie heißt denn du? Und dann sagst du: Ja, mein Name ist Sparta. Würdest du mich heiraten und mit mir gleich heute Abend noch ins Bett gehen? Ja. Was würdest du denn sagen, Martha? Meine Worte. Genau. Was soll das bedeuten? Warum sage ich das? Das sage ich deshalb, Martha. Weil wenn du gleich mit der Tür ins Haus fällst, natürlich sehe ich manchmal eine Frau und dann heiraten vielleicht nicht, ja. Aber ich würde gerne schneller weiterkommen, wie man vielleicht es tut, ja. Und deshalb, man muss sich erstmal kennenlernen, ja. Das ist das Dingens eben, ja. Also wenn ich dich in der Bar treffe, Martha, wir kennen uns noch nicht. Und ich finde dich attraktiv, du findest mich auch einigermaßen attraktiv, dann würde ich erstmal versuchen, mit dir ins Gespräch zu kommen und mit dir erstmal reden, quatschen, ja. Und dann sieht man, ist eine Sympathie da. Ja, könnte daraus mehr werden und eventuell, wenn es gut läuft, dann küsst man sich vielleicht nach einer gewissen Zeit, ja. Und wenn es ganz gut läuft, dann geht man entweder zu dir oder zu mir oder sowas, ja. Bloß mal so aus Spaß jetzt, ja. Das wäre natürlich der optimale Weg, ja. Aber manchmal ist es so, dass man eben jemanden kennenlernt und dann tauscht man eben zum Beispiel die Telefonnummer aus und dann trifft man sich vielleicht noch ein, zwei, dreimal, ja. Und dann sieht man, ob es mehr draus wird, ja. Das ist so das Übliche, sage ich jetzt mal bei den meisten, ja. Okay. Und genauso ist es hier auch, Martha. Weil, wenn du jetzt die erste Seite hast, wo die sich eintragen, dann tragen die sich da ein. Die erste Frage ist, warum soll sich bei dir jemand eintragen? Was bietest du, damit sich jemand bei dir einträgt? Ja? Warum hinterlässt jemand seine Adresse bei dir, seine E-Mail-Adresse und seinen Namen? Das heißt, du musst irgendwie was Attraktives bieten, damit jemand sagt, okay, da trage ich mich ein. Ja, weil ich trage mich nicht überall ein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Ja. aber ich trage mich nicht überall ein. Ja? Ich trage mich nur dann ein, wenn ich sage, oh, die Information, die hätte ich gerne. Meistens ist es ja Information. Ja? Ja, genau. Und
Und die Information hätte ich gerne, da würde ich gerne mehr drüber wissen. Und dann gebe ich meinen Namen und meine E-Mail-Adresse an. Also, das heißt, du musst dir im ersten Schritt etwas ausdenken, eine Information, die jemand haben möchte, wo der jemand echtes Interesse dran hat, starkes Interesse dran hat, ja. Und dann bietest du ihm ein Video oder eine PDF-Datei oder irgendetwas, ja. Irgendetwas, dass die Person hier was erfährt, was sie wissen will. Und dann muss diese Information gut sein. Ja, das ist genau das gleiche, Martha. Wir treffen uns in der Bar. Oh, das ist jetzt keine Information, aber wir reden und ich rede aber lauter Mist raus und gebe dir nur belanglose Informationen von mir. Dann bin ich für dich uninteressant. Ja, wenn ich aber irgendwelche Dinge sage, die dich interessieren und dann gehen wir tiefer ins Gespräch und tiefer ins Gespräch, dann könnte eher was draus werden. Und so ist es auch hier, ja, weil wir haben es ja mit Menschen zu tun, zwar nicht direkt wie in einer Bar, aber das ist ein Mensch, der da vor einem Computer sitzt und dich gerade erst zum ersten Mal sieht, also deine Seite, ja, von dir noch gar nie was gehört hat. Das heißt, du musst quasi erstmal Vertrauen aufbauen. Du musst erstmal dem Menschen beweisen, dass es das wert ist, mit dir in Kontakt zu kommen. Und die Information will er haben. Und dann, wenn er auf die zweite Ja, Seite kommt, ja, wenn er dann auf die zweite Seite kommt und dann kommt gleich ein Verkaufsvorschlag, das ist aus meiner Sicht zu früh. Ja, dann würde ihm erstmal ein da Gesch kommt kein, bei der Seite kommt kein Verkaufsvorschlag, sondern die Geschäftsmöglichkeit und sämtliche Informationen. Ja, kann man machen, Martha. Das muss man von Fall zu Fall natürlich genau anschauen. Es ist wichtig, dass die Information auf der zweiten Seite eine wertvolle Information ist. Ich würde zum Beispiel nicht gleich Amway vorschlagen. Ich würde zum Beispiel hernehmen, ein Thema, ich saug mir jetzt das gerade aus den Fingern, ja. Zum Beispiel 5 Punkte, wie du mit Network Marketing erfolgreich wirst und innerhalb eines Jahres ein vierstelliges Einkommen aufbaust. 5 wichtige Kriterien, die du unbedingt beachten musst. Ja? Und dann bekommt er diese 5 wichtigen Kriterien geliefert auf der zweiten Seite, also ein Geschenk. Und es müssen tolle Punkte sein, wertvolle Punkte. Ja? Wie der sagt, oh wow, das ist aber echt wichtig, dass man da dran denkt. Zum Beispiel, ich habe früher viele Funnels gebaut. Und dann haben wir geredet, weißt du, zum Beispiel haben wir zum Beispiel geredet über Immobilienmakler. Wie wollen wir für Immobilienmakler-Funnels, ja? Wie wollen wir Leute finden, die ihre Häuser verkaufen? Beziehungsweise Leute finden, die Häuser kaufen wollen, das zum Beispiel, ja? Dann ist der Trick, sage ich jetzt mal, oder die Strategie ist dann zum Beispiel, jemand, der sein Haus verkaufen will, was will der? Der will es möglichst gut verkaufen zu einem möglichst guten Preis. Ja, ist ja logisch. Ja, also, was will der? Die 5 wichtigsten Punkte, die du unbedingt beachten musst, damit du dein Haus zu einem besseren Preis verkaufen kannst. Ja, zum Beispiel könnte das sein, alles schön herrichten oder keine Ahnung jetzt. Ja, also 5 wichtige Punkte müssen dann kommen, die dem Hausverkäufer als wertvoll erscheinen, als richtig gute, wertvolle Tipps erscheinen. Und dann fängt er an, dich zu schätzen. Und im nächsten Schritt, dann schlage ich ihm natürlich Häuser vor, ja, in seiner Gegend. Aber erstmal kriegt er die 5 Punkte. Und dann im nächsten Schritt bekommt er von mir Post, dass ich sage, hier habe ich ein paar Objekte in deiner Gegend oder ein paar Käufer oder wie auch immer, ja. Oder umgekehrt, ein Hauskäufer möchte wissen, 5 wichtige Kriterien, dass er beim Hauskauf nicht übers Ohr gehauen wird. Ja. Und dann kriegt er diese 5 wichtigen Punkte. Ja. Und wenn du jetzt Network Marketing, Unternehmen empfiehlst, Amway hat ja unglaublich viele Produkte, dann könnte man zum Beispiel ein Thema rausgreifen, was bei einem, ich sage jetzt mal ganz salopp, bei einem Putzmittel wichtig ist zu beachten. Keine Ahnung jetzt, ja, dass es natürlich gründlich ist, dass der Preis gut ist, dass es ökologisch Sinn macht oder was auch immer alles, ja.
Oder sowas, wo die irgendwie machen, ja. Wenn du dich an Hausfrauen wendest zum Beispiel, ja, und die stehen ja vor der Entscheidung beim nächsten Einkauf, welches Putzmittel nehme ich für was auch immer oder keine Ahnung was, ja. Und dann gibt es vielleicht Kriterien, die gar nicht gedacht haben, damit sie vielleicht mit weniger Putzmittel mehr erreichen, dadurch ist es günstiger und es ist noch ökologisch sinnvoll, hat keine Giftstoffe drin oder was auch immer, ja. Und dann tragen sie die Leute bei dir ein und im nächsten Schritt würde ich dann erst ein Produkt vorstellen oder mal empfehlen oder sowas, ja. Mit einem Produktbericht, welche Kriterien das Produkt erfüllt oder sowas in der Richtung. Also ich würde eher nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ich würde eher langsam warm werden. Es gibt auch so einen Spruch, der heißt, man braucht ungefähr 7 Kontakte. Das muss 7-mal gut sein, ja. Weil du tust dich ja auch nicht mit dem Arsch einlassen, ja. Das heißt, es müssen 7 gute Kontakte sein. Das ist eine Aufbauarbeit. Das heißt, ein Beziehungsaufbau und ein wärmer und wärmer und wärmer miteinander werden. Ja, das ist quasi ein Funnel. Das ist quasi der Beginn ist, man trägt sich ein. Dann bekommt man eine wertvolle Information. Danach bekommt man eine E-Mail mit Wiederinformation drin. Und dann bietet man vielleicht ein günstiges Produkt an oder sowas. Ja, zum Beispiel nicht gleich ein 5.000-Euro-Produkt. Ja, dann bietet man erstmal etwas Günstiges an. Und dann kann man das langsam steigern. Ja, so ungefähr, also ganz grob zum Thema Funnel. War das irgendwie hilfreich? Also, ich Ja, würde mir ich einfach, weiß, stimmt. ich würd mir immer diese Frage stellen: Wie reagiere ich? Also wie ist es bei mir, wenn ich mich irgendwo eintrage und dann bekommst du ja hinterher E-Mails, ja? Hast du auch schon mal miterlebt, du hast dich eingetragen, dann bekommst du ja Informationen zu irgendeinem Thema und hinterher wirst du von diesem Menschen mit E-Mails versorgt, regelmäßig und automatisch. Und da Ja. kommen wir jetzt zum Thema von der Sandy, ja? Weil jetzt gehen wir zum Thema E-Mail über und da ist eine E-Mail-Serie sinnvoll, ja? Und jetzt machen wir eine E-Mail. Jetzt gehen wir mal hierher. Und früher war es ja so, wir haben hier so den Reiter gehabt, ja, wo alles anklickbar war. Jetzt müssen wir hier drauf gehen. Dann geht hier das Menü auf. Und dann gehen wir hier auf E-Mail. Ja, zack. Sodele. Ich habe hier natürlich schon E-Mail-Kampagnen gemacht, ein paar. Ja, ich habe das ja alles ausprobiert. Jetzt gehen wir zur E-Mail über. Also, der hat jetzt sich eingetragen im Funnel. Ja, dann hat er macht die zweite Seite auf mit einer wertvollen Information. Und dann bekommt er eine E-Mail geschickt. Und die machen wir jetzt mal. Zum Beispiel, da nehme ich jetzt irgendwann mal ein Business-Profil von mir. Nehmen wir gerade mal Klaus Blockchain-Projekte. So, jetzt habe ich mal dieses Business-Profil von mir ausgewählt. Jetzt, was will ich in der ersten E-Mail, das erwähnt wird? Ja, zum Beispiel 50% Rabatt auf Entschuldigung, Plattform danach bist du Spezialist, schreibe jetzt einfach mal so, ja. So, ich will jetzt dass das Dingens hier, ja, das, was ich hier geschrieben habe, das ist das, was ich will, dass der in dieser Mail erwähnt, was rausgestellt werden soll, ja. Der Kampagnenname machen wir jetzt mal BC, ja, Blockchain, das ist jetzt ja bloß ein Ding. Jetzt wähle ich mir hier mein E-Mail-Konto aus, was ich hier mit Nowsite verbunden habe. Und jetzt kann ich hier auswählen, mit welcher Liste soll denn diese Mail verbunden werden, ja. Jetzt nehme ich natürlich diese Liste, ja, da ist niemand drin, da wird es ja niemand geschickt, ja. Aber hier kann ich jetzt in diese Listen auswählen, an welche diese E-Mail rausgehen soll, ja, an welche Liste oder an welche Listen, ja. Okay, jetzt nehme ich einfach mal diese hierher, da ist niemand drin, also kann nichts passieren. Okay, und jetzt kann ich hier sagen, ich möchte meine E-Mail selber erstellen, aber das wäre ja Quatsch, ja. Das lassen wir natürlich jetzt
diese AI hier erledigen. Ja, jetzt klickt man hier drauf und jetzt wird diese E-Mail erstellt. Also es ist sehr geil. Also ich finde es extrem geil. Ja. So, jetzt haben wir hier das Dingens. Aha, ein Vogel hat er sich ausgewählt. Das Bild kann man ja austauschen. Also ich weiß jetzt, warum es das Dingens sich hier einen Vogel ausgesucht hat. Aber hier ist der Text, ja. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu Okay. können, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, von unserem speziellen Angebot zu profitieren. Für kurze Zeit bieten wir einen exklusiven Rabatt von 50% auf unsere Ausbildungsplattform. Mit dieser Plattform können Sie Ihre Fähigkeit im Bereich Blockchain weiterentwickeln und zum Spezialisten werden. Ja, also da ist das erwähnt worden, was ich gesagt habe, was erwähnt werden soll. Dann wird hier noch weitere. Ist ein sehr guter Text. Und jetzt hast du hier noch die Möglichkeit, bei Erfahren Sie mehr, könntest du noch einen Link drunter legen. Zum Beispiel, hier geht es zur Ausbildungsplattform. Ja, dann könnt ihr hier noch schreiben, hier geht es zum Angebot. Ja, zum Beispiel. Zum Angebot, das kann ich noch dazu machen. So. Natürlich kann ich es mittig machen, weil, und dann mache ich hier einen Link rein und dann erfahren Sie mehr. Hier geht es zum Angebot. Wenn ihr hier einen Link reinmacht zum Angebot und der hier draufklickt, dann geht es zum Angebot. Ja? So, das war mal das hier. Dann haben wir die E-Mail, sagen wir mal, fertig. Die speichere ich jetzt mal. So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit zu wählen, wann soll diese E-Mail rausgehen? Nachdem sich jemand eingetragen hat, sofort, also im selben Moment. Das mache ich meistens mit der ersten Mail, dass die zweite Seite geht auf, wie wir es vorher besprochen haben. Und jetzt geht gleichzeitig sofort eine E-Mail an denjenigen raus. Ja? Das ist ja schon mal geil. Ja, da schreibst du dir herzlich willkommen. Schön, dass du dich eingetragen hast. Hier noch weitere Informationen. Und hier nochmal der Link zu der Seite mit den Informationen. Hier meine Name, Adresse oder was auch immer alles. Ja, das muss hier dann drinstehen, zum Beispiel. Ja? So, das haben wir schon mal. Jetzt ist das schon mal fertig, haben wir ja gespeichert, ja. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück. So, jetzt sind wir hier. Wir wollen ja eine Serie erstellen, ja. Jetzt machen wir einfach, das ist jetzt die hier, die läuft, ja, laufen steht hier. Jetzt möchten wir eine zweite E-Mail machen. Und da schreiben wir jetzt rein, was machen wir jetzt da von Angebot? Erfahre, wie du durch Tokenisierung wie du dich zum Beispiel dich durch Tokenisierung an spannenden Projekten beteiligen kannst. Erläutere, was Tokenisierung ist. Mal gucken, ob er das macht. Also ich bin auch immer noch am Rumprobieren, ja. Hier hast du die Möglichkeit, du kannst einen Link hinzufügen, einen Link, der dann woanders hinführt, zum Beispiel auf das Business zum Beispiel, ja, was du machst. Connect External Link, du kannst hier auch andere Sachen anklicken, Outside Website, Englisch, Spanisch, bla bla bla. Hier kannst du verschiedene Dinge eben sagen, mit was du darauf verbinden willst. Und wenn du irgendeinen Link hast, dann fügst du ihn halt hier ein. Machen wir aber jetzt nicht. Und jetzt build my E-Mail. So, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es geil, liebe Leute. Und dann ist auch deine Frage beantwortet, Sandy, schätze ich mal. Genau. Also, ich finde es wahnsinnig geil. Wir haben früher viel so Dinger gemacht. Da brauchst du Stunden, Stunden um Stunden, um sowas zu machen. Du musst ja den Text schreiben. Das dauert eine Stunde, so ein Text. Du musst es ausdenken, korrigieren, dann verbesserst es nochmal und hin und her. Ja? Das ist der Wahnsinn, was das an Zeit kostet. Und jetzt haben wir das in ein paar Sekunden haben wir das erledigt. Natürlich bearbeite ich die Texte immer noch ein bisschen nach, passe sie noch an, tausche ein Bild aus. Ja?
Aber vom Grunde ist es geil, wahnsinnig geil, also eine extreme Zeitersparnis. Und ich freue mich schon tierisch auf morgen, auf das neue Produkt, auf Now AI. Da verspreche ich mir echt Ja. viel. Also guck, jetzt hat er hier schon mal ein gutes Bild ausgewählt. Jetzt hier haben wir jetzt, erkunden Sie neue Investitionsmöglichkeiten mit Tokenisierung. Finde ich schon mal gut. Hier möchten wir Ihnen das sehr aufregende Thema in der Weltblockchain vorstellen. Die Tokenisierung ist ein Prozess, bei dem das Eigentum an einem Asset in der ein Token umgewandelt wird. Dieser Token kann dann digital gehandhabt und gehandelt werden, wodurch ein breiteres Publikum Zugang zum Asset erhält. Tokenisierung ermöglicht den einfachen und sicheren Transfer des Besitzes eines bestimmten Gutes und erleichtert Investitionen durch die Bereitstellung von Liquidität. Also sehr geiler Text, richtig gut. Ich finde ihn richtig geil. Also ich bin richtig happy, ja. So, jetzt, liebe Sandy, jetzt ist das die zweite E-Mail, ja. Wir haben ja die erste, die geht sofort raus. Jetzt kann ich hier sagen, die geht Ja. raus. Zum Beispiel, keine Ahnung, was Protokoll bedeutet. Das ist eine scheiß Übersetzung. Das wäre mir jetzt lieber, das wurde ja auf Englisch. Also, wir machen mal. Aber wahrscheinlich nach Minuten, ja, ich glaube, wenn ich das einstelle, dann, und jetzt kann ich es hier sagen, zum Beispiel 20 Minuten, ja, dann wird das Ding 20 Minuten nach Eintragung rausgesendet, ja. Die erste wird sofort rausgesendet, in dem Fall 20 Minuten. Aber ich sage jetzt mal, das soll auch nicht nach Stunden rausgehen, sondern nach Tagen. Jetzt sage ich mal, diese zweite E-Mail soll vielleicht 2 Tage später rausgehen. Ja, Ja. und dann geht die 2 Tage später raus. Und dann speichern wir das. Also nach Eintrag, da hat er die erste sofort. 2 Tage später kommt diese Mail. Ja, und dann gehen wir wieder back zurück. Ja, hier zurück. Ja, und dann haben wir zwei. Dann machen wir nochmal eine. Die kommt dann 5 Tage später raus. Und die nächste kommt dann 10 Tage später raus. Und so kannst du eine Serie erstellen mit geilen E-Mails, die zum Thema passen und immer eine gute Information beinhalten, weil es ist auch wichtig, bei Ihrer E-Mail zu beachten, Sandy und alle. Wichtig ist die Betreffzeile. Ja. Ich versuche immer, wenn ich eine E-Mail schreibe, dass die Betreffzeile geil ist. Warum? Das entscheidet, ob der Mensch, der die E-Mail bekommt, ob er diese E-Mail öffnet. Ja, und in Fachkreisen ist es, sagen sie, es ist gut, wenn man eine Öffnungsrate von 20 bis 30% hat. Sehr geil ist es, wenn die Öffnungsrate 50 oder 60% hat. Ja, das heißt, du hast 1000 Leute und 600 machen die E-Mail überhaupt auf. Ja, und ganz okay ist schon, wenn es 200 von den 1000 aufmachen. Ja. Und warum machen die Leute die E-Mail auf? Warum? Weil der Inhalt wertvoll ist. Der sagt, oh, das will ich lesen. Von dem die E-Mails, die sind gut. Das möchte ich lesen. Und ein ganz wichtiges Kriterium ist die Betreffzeile. Ja. Du musst quasi in der Betreffzeile neugierig gemacht werden auf den Inhalt, dass du da draufklickst. Ich weiß nicht, vor kurzem habe ich meine E-Mail geschrieben. Müsste die auch gekriegt haben. Da habe ich reingeschrieben, alle tanzen splitternackt oder sowas. Weil nackt, wenn nackt vorkommt, dann machen die Leute die E-Mail auf, ne? Oder sowas in der Richtung. Da habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal mit nackt, weil ich habe vor einer Weile auch so die Nachricht bekommen mit nackt. Und da habe ich sie aufgemacht, weil ich neugierig war, ja. Ist halt so, ja. Ist halt so. Also wichtig ist, wenn du E-Mails machst, dass die Betreffzeile geil ist, ja, wenn wir jetzt hier auf Ja. Bearbeiten gehen. Betreffzeile, guck hier, 50 Rabatt auf Ausbildungsplattform wäre jetzt hier der Betreff. Du kannst auch sagen, hier zum Beispiel, wenn du dir der Betreff nicht gefällt, dann kannst du auch sagen, mal gucken, ob es funktioniert. Spektakulär zum Beispiel. Vielleicht macht er jetzt eine zweite Betreffzeile zu dem Thema oder vielleicht muss ich. Nee, verwirklichen Sie jetzt Ihre Gewinnträume mit Klaus Blockchain Pool. Ja, kann man machen. Ich würde es jetzt nicht so machen, aber da kann man ja rumspielen, ja.
Zielsetzung ist, hier kann man ja die Zielsetzung noch auswählen, ja. Hier kann man den Ton wählen, ja. Freundlich, professionell, überzeugend heißt persuasiv, humorvoll, begeistert, formell. Hier kann man sagen Sprache, ja. Und hier kannst du sagen, Contact First Name, was du also einbinden willst, das kannst du hier noch machen, ja. Aber jetzt nehmen wir mal die zum Beispiel und dann wäre jetzt diese in der Betreffzeile drin. Verwirken Sie Ihre Gewinnträume mit Klaus oder was auch immer. Also ihr, das ist wichtig, da gibt es auch Ausbildungen drüber. Welche Betreffzeilen wirken besonders gut? Also die Leute, die sich mit E-Mail-Marketing beschäftigen, die beschäftigen sich mit Betreffzeilen, ja. Und nicht jede E-Mail, das ist auch noch ein Tipp von mir, ein heißer Tipp, weil wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema halt schon beschäftigt. Nicht jede E-Mail soll ein Verkaufsangebot sein. Manche E-Mails sollten auch nur wertvolle Informationen sein, ja. Ich werde immer mal wieder, zum Beispiel so ein Newsletter oder so eine Serie, da würde ich einfach eine Serie machen, was ist Tokenisierung? Nächstes Thema, ohne Verkauf. Nächstes Thema, was bedeutet Wallet und welche Kriterien sind wichtig, dass man sich, wann man sich für welches Wallet entscheidet oder was auch immer. Ja, das, ich ziehe mir das einfach alles aus den Fingern jetzt raus. Aber nicht jede E-Mail soll gleich ein Verkauf sein. Ja? Das würde dir auch auf den Sack gehen. Ja, oder auf die, ja, Eierstöcke oder wo immerhin. Also, es soll wertvoller Inhalt sein, ja, wertvoller Inhalt. Ja. Und immer mal wieder ein Verkaufsangebot mit Rabatt oder mit tolle Gelegenheit oder keine Ahnung. Aber immer mal wieder, ja. Und so baust du dir ein Publikum auf, welches gerne deine E-Mails liest, mit einer guten Information drin, wo die sagen, oh, die mache ich gerne auf die E-Mail, weil diese Informationen, die finde ich immer spannend. Ja? Und ich sage immer, schau nach dir selber, welche E-Mails machst du auf? Ja? Welche E-Mails machst du auf? Was muss da in der Betreffzeile stehen? Oder welche E-Mails machst du auf, weil dir der Inhalt besonders gut gefällt? Ja? Natürlich von den privaten Menschen, den du kennst, machst du die E-Mail immer auf. Aber wir reden ja neue Leute an, die uns noch nicht kennen und die uns erstmal kennenlernen müssen. Ja. Und deswegen sind die Kriterien natürlich wichtig. Und deswegen ist das Beispiel ganz gut mit der Bar, da kommt man rein, ja. Dann muss man sich erstmal annähern, aufwärmen, ins Gespräch kommen. Und irgendwann macht man dann mal ein Verkaufsangebot, ja. Zu dir oder zu mir oder irgend sowas in der Richtung, ja. Aber vorher muss man auch mal ein bisschen warm werden miteinander, ja. Und immer mal wieder auch gut. Ich habe ja lachen müssen. Ja, also ich musste ja lachen. Ich habe ja lachen müssen von deiner E-Mail, wo du ja hingeschrieben hast, das war doof, da denke ich, was das ist jetzt doof hier. Und ja. Deine Links, wo nicht funktioniert hat. Ja, das war aber mein E-Mail-Programm, also ich habe die E-Mail mit Mailing-Post von Bilderall gemacht, ja. Das mit dem komme ich einfach noch ein bisschen besser zurecht wie mit Nowsite, aber Nowsite wird immer besser. Auf jeden Fall mache ich die mit Mailing-Post und da hat Mailing-Post gesponnen, da konnte ich gar nichts dafür, ja. Also die Links, die waren richtig von mir drin, ich bin auch angeschrieben worden, hey, überprüf mal deine Links, die du rausschickst, ja. Hat er recht, ja. Aber diesmal lag es gar nicht an mir. Ich habe nämlich die Links überprüft, die haben auch funktioniert. Aber da hat bei Mailing-Boss mal ein paar Stunden was gesponnen und dann waren die Links nicht anklickbar. Da landet man immer im Nirvana. Ja. Und genau, und dann habe ich halt diese zweite Mail rausgeschickt. Das war natürlich auch doof, ja, ist ja klar. Genau. Also, Sandy, habe ich deine Fragen beantwortet? Ich habe nur gefragt, wie komme ich denn zu den Kontakten? Also, wie legt man die an? Hast du da irgendwie ein Video schon mal gemacht? Nee, aber das ist ja ganz leicht. Also, Kontakte. Da gehen wir jetzt mal hier drauf. Also, wo geht es erst hin? Auf Kontakte einfach mal. Genau. Meine Kontakte. Änderungen gehen verloren, nicht speichern. Ja, ich lösche das ja auch sowieso wieder.
Das benutze ich ja jetzt nicht, ne? Das war ja bloß Demonstration. Also hier habe ich meine Kontakte, ja? Das sind meine Kontakte. So, jetzt haben wir hier drei Möglichkeiten haben wir hier. Das heißt, ich kann neue Kontakte hinzufügen. Da füge ich alle Kontakte ein, die ich halt so habe, manuell, wo ich aber nicht in der Liste irgendwo anders drin habe. Die füge ich hier manuell ein. Da hat sich auch was geändert, ja. Hier hast du die Möglichkeit, Telefon, E-Mail, Webseite, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Highlights, also was die persönliche Dinge, Adresse, derzeitiges Unternehmen, Geburtstag, finde ich auch ganz cool. Und hier welche Kontaktlisten, wo du hinzufügst, ja. Das kannst du also manuell machen. Oder du hast eine Liste, dann kannst du diese Liste importieren. Ja, wenn du hier auf Kontakte importieren klickst, dann kannst du hier E-Mail oder CSV-Datei, kannst du diese Kontakte importieren. Das heißt, wenn du irgendwo ein E-Mail-Programm hast, sagen wir mal GetResponse oder MailingBoss oder wie sie alle heißen, dann kannst du dort diese Kontakte runterladen mit einer CSV-Datei und dann kannst du hier einfügen, wenn du schon eine Liste hast. Und dann kannst du dich auch, im anderen Schritt, kannst du dich auch hergehen und die Liste, die du hier hast, ja, die kannst du auch exportieren. Du kannst das, was du hier zusammengesammelt hast, kannst du ja auch exportieren. Das heißt, rausbringen hier, ja, und hier speichern. Jetzt könnte ich das hier speichern, ja, meine Kontakte hier, ja. Und dann kann ich sie woanders drin importieren, zum Beispiel, ja. Speichere ich jetzt mal nicht. Genau. Alle Kontakte, da würden jetzt 5.830 Kontakte gespeichert werden, ja. Genau. Also das war das eine. Und das nächste, wie ich zu Kontakten komme, ist ganz einfach. Das ist der Trick 17 von NowSight. Das kennen wir ja. So Kriterien bearbeiten. Ja. Jetzt pass auf. Was ich mache, das machen vielleicht manche nicht, weil sie es nicht bedenken. Oder weil sie halt rechtliche Bedenken haben. Zu Recht, ja. Zu Recht, rechtliche Bedenken. Also, wenn ich hier, du hier immer als bevorzugte Kontaktmethode E-Mail angeben. Und wenn ich dann jemanden suche, dann ist immer dem seine E-Mail-Adresse dabei. Und natürlich auch andere Punkte. Wir suchen jetzt mal ein. Und ich mache gerade Networker, ich suche gerade Networker, ja, für NowSight. Und genau, jetzt suchen wir mal jemanden. So, wenn ich jetzt den angucke hier, dann habe ich auf jeden Fall dem seine E-Mail-Adresse, ja. Und ich habe jetzt bei dem nur den LinkedIn-Kontakt, manchmal noch den Facebook-Kontakt, je nachdem, was das System halt aus dem Netz rausziehen kann, ja. Aber von dem habe ich auf jeden Fall schon mal die E-Mail-Adresse. Das heißt, ich könnte ihn jetzt theoretisch und auch praktisch anschreiben, ja. Mache ich natürlich manchmal, ja, ich mache das. Ist aber nicht so besonders erfolgreich, weil das ist ja auch ein Kontakt, der mich nicht kennt. Da muss man schon überlegen, wie man da vorgeht, weil man muss auch diesen Menschen warm machen. Ja? Also tue ich mich erstmal mit ihm vernetzen. Ja? Aber ich habe schon mal die E-Mail. Und wenn ich dann meine E-Mail an die Liste, wo er jetzt drin ist, rausschicke, die Liste ist der jetzt drin, Networker, ja. Ich habe zum Beispiel vor kurzem eine E-Mail geschrieben und habe sie an alle rausgeschickt, die in Networker drin sind. Das habe ich gemacht, ich lebe in Mexiko. Und ihr müsst euch überlegen, ob ihr das machen wollt, weil das ist ja DSGVO-technisch nicht ganz im legalen Bereich. Ja. Aber so sammle ich auch E-Mail-Adressen. Ja. Und der dritte Weg, der eleganteste Weg, den haben wir besprochen, ist, du hast einen Sales Funnel mit einer wertvollen Information. Die Leute tragen sich dann da ein, weil sie diese wertvolle Information haben wollen und dadurch gelangen sie in deine Liste, an die du dann später E-Mails schicken kannst. Und so baust du deine Kann ich Liste aber auf. mit Naus kann ich mit Nausseite auch machen, so ein Sales Funnel, ne? Ja klar, das haben wir ja gerade gemacht. Ich habe ja gerade meinen Sales Funnel Nein, gezeigt, Katja. Mann, Nausseite bewerben. Ja, na klar, na selbstverständlich. Ich bewerbe NowSight. Das ist mein Nummer 1 Produkt, ja, weil es richtig gut ist. Und wird immer besser, ja. Also, ich finde NowSight richtig, richtig geil.
Und deshalb bewerbe ich das und ich stehe voll dahinter. Das merkt ihr wahrscheinlich auch, ne? Und das ist mein Nummer eins. Aber du kannst alles bewerben. Was du willst, kannst du bewerben. Ja, du kannst alles Mögliche bewerben. Und die KI ist dir eine Wahnsinnshilfe da dabei. Ja. Also Zeitersparnis ist ohne Ende. Oder du weißt nicht, was will ich schreiben? Da musst du erst mal überlegen. Das Dingens macht dir einen super Text. Ja. Dann musst du nur noch ein bisschen Ja. vielleicht rummachen, dass der Text noch besser wird. Ja. Aber grundsätzlich ist das fertig, das Dingens. Und das ist richtig, 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 richtig Also, geil. Und am ja, also die Lernen wird AI es ist wirklich noch geiler. super. Ist tierisch gut. Ist tierisch gut, ja. Und die wird mit der Zeit natürlich, das ist ja klar, das ist auch ein Lern-Lern-Dingens, ja. Das wird immer besser. Ja, also das ist wirklich wahnsinnige Hilfe. Das ist wie wenn du, neulich habe ich einen Text, ich habe gerade einen Text verfasst, den ich auch rausgeschickt habe. Stell dir vor, an Frauen schicke ich, stell dir vor, du hast einen Sekretär, der dich zu 100% kennt. Und genau weiß, was du jetzt brauchst und möchtest. Er macht dir alles, was du brauchst. Du musst nur noch überprüfen und auf den Knopf drücken, dass es rausgeht. Ja? Und der Sekretär, das ist die AI. Und bei Frauen schreibe ich Sekretär, bei Männern schreibe ich Sekretärin. Okay? Also So ich in habe der vor 2 Richtung. Tagen habe ich mit der AI getestet, mit einem Klienten. Und zwar, ich habe mit dieser AI den sein Instagram-Profil analysiert. Und dann hat die AI gesagt, dass diese Profilbeschreibung Instagram genau zu ihm, zu seiner Zielgruppe, zu seinem Content passt. Also man Super. muss, man kann, also du kannst die AI wirklich fragen nach deinem Instagram-Profil, ob du wirklich den richtigen Bio-Beschreibung hast, ob dein Hey, geil. Benutzername zu dir passen tut. Und Ja. das habe ich mit meinem Kunden gemacht, der war da total begeistert, weil er hat nie gewusst, was seine Zielgruppe ist, was seine Nische ist. Und dann habe ich Bin ihm ich gut, gezeigt, Mensch. Ey, super gut. ja, und dann habe ich zu ihm gesagt, ich mache alles mit der AI. Also ich habe mit der AI zum Beispiel rausgesucht, die Zielgruppe, weil ich mache jetzt mehr mit Krypto momentan. Und dann war ich unsicher, was ist meine Zielgruppe denn da, ja? Weil ich schon Ewigkeit nichts mehr mit Krypto zu tun hatte. Das letzte Mal war ja das mit der Ultima Farm. Und dann habe ich in der AI eingegeben, ich habe ja ein Profil aufgemacht auf Instagram und habe dann gesagt, bitte analysieren mein Profil. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie schreibt meine Bio-Beschreibung etwas um, damit die Profilbeschreibung den Leuten noch schneller ansprechen wird. Aha, sehr, sehr geil. Aber das könnte man ja ab morgen mit Now AI noch perfekter machen, ja. Genau, Das will ich ja. auch noch empfehlen an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bootcamp gemacht habt. Ich hab's. Okay, das sind 10 Videos. Die sind richtig gut, Leute. Und die sind auch noch eine Weile verfügbar in der Aufzeichnung. Die kann man immer noch machen, wenn man es noch nicht gemacht hat. Also, liebe Leute, das richtet sich jetzt an alle, die das Video in der Aufzeichnung anschauen. Hallo Marc, ich sehe dich. Du bist gerade, da ist ein Marc dazugekommen. Der Marc, ja, der war, glaube ich, noch nie Ja, ich sehe. dabei. Hallo Genau. zusammen. Hallo Hallo. Marc. Und es richtet sich jetzt an alle, was ich sage, die das Video jetzt in Aufzeichnung sehen. Macht dieses Bootcamp auch jetzt noch in der Aufzeichnung. Die Videos, der Inhalt ist wirklich wertvoll und unter jedem Video gibt es auch Dinge zum Bearbeiten, so Arbeitsbuch zum Downloaden jeweils. Ja. Das hilft einem tierisch weiter und nebenher lernt man quasi kennen, wie Now AI funktioniert und was das für uns tun kann. Und das ist richtig gewaltig, liebe Leute. Das ist absolut gewaltig, was wir mit Now AI haben. Wir dürfen nichts Perfektes jetzt erwarten ab morgen, weil das ist ja erst eine Beta-Version. Das geht jetzt erstmal Ja. raus. Wir können damit arbeiten, ja. Aber ich bin davon überzeugt, das kann uns dermaßen weiterhelfen, in so vielen Dingen uns wahnsinnig Arbeit abnehmen. Das ist wirklich die perfekte Sekretärin, der perfekte Sekretär, ja. Aber wenn es um dein Team geht, um Das deine macht das. Downline geht, ja, das beantwortet dir alle Fragen. Nimm dir, aber wann ist der nächste sowieso? Dann antwortet es dir, ja. Wie ist das mit dem und dem? Das Dings antwortet dir, ja. Das finde ich Hammer, ja. Und es macht dir deine Posts, beantwortet, macht dir deine Kommentare. Also ist unglaublich, was da jetzt rausgeht. Das ist richtig geil. Und was ich am allergeilsten finde.
Und da sind nämlich alle zu faul und jetzt sind sie gezwungen. Ich habe ja da schon mal davon gesprochen. Mach deinen Avatar, damit du genau diesen Menschen, dass du genau diese Menschen anziehst, die genau zu dir passen. Und das, da wirst du jetzt dazu gezwungen, ja, weil wenn du das Now AI machst, musst du solche Eingaben geben und dann sagt das Dingens dir, was ist dein Avatar? Und all deine Postings und Aktionen auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram werden genau dementsprechend gestaltet, dass es deinen Avatar entspricht. Wie geil ist das denn, liebe Leute? Und was ich auch geil finde, das kam irgendwo, vielleicht hast du es auch gesehen, Sani, und zwar, wenn du einen Post hast, der wird auf Instagram anders geschrieben als auf Facebook und auf Twitter wieder anders wie auf LinkedIn. Warum? Weil das andere Gruppen sind, da muss man anders schreiben, ja, auf den einzelnen Dingern. Und wie habe ich es gemacht bisher? Ich habe einen Post gemacht und auf Instagram geteilt, auf LinkedIn geteilt, auf Facebook geteilt, ja. In Zukunft ist mein Post auf LinkedIn anders Es ist als ja auch auf verboten, Facebook. was? Ach so, mache ich aber trotzdem. Okay, ja. Also wahrscheinlich ist es nicht optimal, ja. Nee, du kriegst halt da nicht so viel Reichweite. Also das wird Ja. halt Duplikat genannt. Und deswegen Ja. ist es richtig gut, was die AI macht. Und ich wollte auch das mit der AI machen. Er hat zum Beispiel hier vorgeschlagen bei meiner Nische da, ja. Ich habe ja Ja. zum Beispiel gesagt, was muss ich machen? Da hat er zum Beispiel hingeschrieben, ich soll Erfolgsgeschichten sein, motivierte Gedanken und Tipps für Frauen, die dazu ermutigen, ihre Ziele zu erreichen. Also solche Sachen hat er mir komplett meine Nische aufgelistet. Wow, Also und dann hammer hat er geil. mir, ja, er sagt sogar, wie die Bilder ausschauen müssen. Also wie die Bilder Ja. ausschauen müssen, wie die Zitate ausschauen Wahnsinn. müssen, wie Hammer deine geil, oder? Beiträge ausschauen. Ja, und ich habe Absoluter dann gedacht, Hammer, das ist ja. richtig geil. Und wenn ich, also schon, ich bin ja so Social Media, weißt du, 5, 6 Stunden habe ich manchmal da und überlege, wie ich einen Blog schreiben soll, ja, Ja, oder ja, wie ich ja. das meine Klienten rüberbringen soll. Und dann hat die AI mir das innerhalb in einer Stunde komplett auf 30 Seiten aufgeschrieben, was Ja. ich machen kann und was nicht. Der hat auch die Gesetze gesagt, also was zu beachten ist. Also die KI Ja, wird ja komplex, ja. genau. Sehr, Ja. sehr geil. Auch Richtig die gut. Hashtags. Ja. Er hat zum Beispiel gesagt, dieser Hashtag verstößt gegen die Richtlinie von Instagram. Du darfst Wow. es in Facebook sie posten, aber nicht auf Instagram. Auf Instagram ist der, auf Facebook ist der. Das hat er dann komplett aufgestaffelt. Super geil, super geil. Also, das haben wir ab morgen, sowas, ne? Aber du hast es jetzt schon irgendwie woanders, oder wie, oder? Nee, ich bin in der AI reingegangen und habe also hingeschrieben, könntest du bitte mein Profilbeschreiben analysieren? Dann habe ich Ja. meine Profilbeschreibung angegeben, zum Beispiel Ladyboss, ja, ich bin in Mode-Business drin mit Krypton. Und dann hat er das durch und hat mir angegeben, es ist nicht ansprechend, er schreibt mir eine. Und dann hat die Ja. KI aus meinen einen neuen gemacht und sagt dann, wie viel Potenzial da drin steckt, wie ich die Leute anspreche. Und dann nimmst du diese Bio-Beschreibung und sagst, ich möchte aus dieser Bio-Beschreibung meine Nische und mein Content und möchte meine Zielgruppe. Dann listet Ja. er komplett dir auf, was es ist. Und dann sagst du zu ihm, wie kann ich meine Zielgruppe anschreiben? Und dann listet er wieder auf, was du machen musst. Und Ja. so macht er komplett dein komplettes Ding für Ah ja, Instagram, für okay. Facebook. Ah ja. Gut, dann ist es Ja. quasi jetzt schon, das machst du jetzt schon super. Und ab morgen das gleiche quasi schön geordnet und aufbereitet, dass es leichter geht, Ja, schneller geht, ja. easier geht und so weiter. Ne? Sehr, sehr geil. Also ich freue Ja. mich schon richtig drauf auf morgen und dass ich das Ich Ding dann auch. endlich einsetze. Ne? Das wird richtig geil. Und liebe Leute da draußen, das gilt jetzt nochmal an euch hier und auch die das Video in Aufzeichnung anschauen. Momentan gibt es noch für monatlich 19 Dollar. Das ist Ich hab's, eine ich hab's. Lachnummer. Ja, genau. Und ich glaube, dann kostet 29 für Leute, die schon dabei sind. Ja, also Aufpreis sozusagen. Ja, das lohnt sich, weil das ist wirklich, du hast eine Sekretärin, du hast einen Sekretär, du sparst wahnsinnig viel Zeit, die du dann mit anderen Dingen verbringen kannst. Ja, mit anderen Dingen. Weil wer will schon 6 bis 8 oder 10 Stunden vor dem Bildschirm hocken? Es gibt ja auch noch andere Dinge, die man tun kann. Ja, genau. Man kann einfach seine Zeit dann wieder besser einteilen, anders einteilen, weil da eben unglaublich viel abgenommen wird und deine
Außen, wie sagt man, deine Außenwirkung wird um ein Vielfaches besser und gezielter. Ja? Also ich finde es Wahnsinn. So, nochmal, Marc, du hast mich jetzt zu spät dazukommen. Jetzt mache ich natürlich nicht nochmal eine Stunde, weil wir haben jetzt schon eine Stunde rum. Aber ich würde dir anbieten, Marc, lass uns einen Zoom-Call, wir zwei machen. Weil du hast jetzt bestimmt Fragen, aber das ist mir jetzt so lang, weil wir sind schon eine Stunde hier am Quatschen. Ne? Nein, Und völlig okay. ja, wir können gerne, wir machen einfach gerne einen Zoom-Call, wir zwei. Und dann bequatschen wir deine Dinge. Ja? Würde ich vorschlagen. Ja, sehr gern. Okay? Aber schön, dass du Okay, überhaupt noch machst. dazugekommen bist. Das freut mich. Ja, ich dachte, ich hatte vorher noch einen anderen Call, ist leider Ja, so, klar. und bin dann direkt rübergerutscht. Super. Die Löwen sind richtig geil im Hintergrund. Die gefallen mir gut. Ja, Ja. die gehören zu einem Network-Projekt, was ich betreue. Ah, cool. Also lass uns demnächst was ausmachen. Machen wir einen Zoom-Call und dann bequatschen wir alles. Da interessiert mich natürlich auch, was das mit den Löwen da auf sich hat. Ne? Alles Okay. klar. Ich würde sagen, an dieser Stelle, Ja, alles Leute, klar. jetzt haben wir genau eine Stunde. Das ist für heute Ja. okay, würde ich sagen. Ich glaube, hat mir richtig Ja. Spaß gemacht wieder. Und ich glaube, das war inhaltstechnisch gut, was wir heute geliefert haben. Ne? Genau. In diesem Eine Sinne, liebe Frage Leute, noch. ja, Martha. Und zwar, ich habe einen Kontakt gemacht und die hat geschrieben, dass sie im Verkauf bei Mercedes ist. Jetzt bringt sie da gar nichts, wenn ich ihr den Mausheit anbiete, ne? Weil die fängt ja mit Ja, also von 21 an. Mercedes wird es vermutlich nicht anwenden, wobei das Now AI könnte eventuell spannend sein, aber das muss ich auch mal, das muss man sehen. Ich habe keine Ahnung mit Leuten, die bei Mercedes arbeiten. Was aber sein kann, Martha, ich weiß nicht, ob die bei Mercedes glücklich ist. Vielleicht will die nebenbei was aufbauen, entweder was zu verdienen oder will sie sich was aufbauen, damit sie irgendwann mal ihr, sage ich mal, Traumleben leben kann, ja, dann wäre es eventuell doch interessant, ja. Was mir als Impuls sofort gekommen ist, Martha, frag mal die KI, was die sagt, Ja, ja. aber was gebe ich da ein? Das ist jetzt schwierig. Ich hatte eine, hast du mir gesagt, ich habe eine Interessentin von Mercedes. Was kann ich ihr sagen, um sie für Nowzeit eventuell zu interessieren? Zum Beispiel. Oder für Amway oder was auch immer du willst. Und dann sagt dir das Dingens was. Frag einfach Okay. mal. Ich meine, mehr als ein Scheiß kann ja nicht rauskommen. Ja? Meistens kommt Ja. was Gutes raus. Ja? Und guck mal, was Sandy alles gemacht hat mit der KI. Was die alles gefragt hat. Und was sie für geile Antworten bekommen hat. Also ich gehe davon aus, dass du eine geile Antwort kriegst. Ja. Probier's mal aus und dann sag's nächstes Ich Mal Bescheid. verabschiede mich, weil ich muss im nächsten Webinar. Alles klar, ich verabschiede mich auch, liebe Leute, hat mir Spaß gemacht. Bis nächsten Mittwoch, Jawohl, 19:30 Uhr, danke. gleiche Stelle, Jawohl, gleiche Welle. Bis tschüss. dann, Ja. ciao, tschüss.